Shuyoka, wir alle kennen und lieben sie. Doch aktuell fragt man sich so ein bisschen, geht es dieser Frau noch gut? Naja, zugegeben, das fragt man sich seit mehreren Monaten, aber was aktuell bei ihr bei Twitter und Twitch abgeht, ist einfach nicht mehr normal. Sie unterstellt, lügt und bezichtigt Menschen indirekt Nazi zu sein. Und das hat sogar dazu geführt, dass KuchenTV aktuell auf Twitch wieder gebannt wurde. Was sie alles gemacht hat und was da vor sich geht, schauen wir uns heute an im Shuyoka Meltdown. Was da schon wieder abgeht, ist wirklich insane. Ich versuche so gut ich kann, alles zusammenzutragen, aber es kann durchaus sein, dass ein paar Fehler dabei sein werden. Schreibt das mir dann einfach in die Kommentare und ich werde dann einen angepinnten Kommentar schreiben, in dem ich die Fehler, die hier unter Umständen drin waren, korrigiere. Also, Shuyoka hatte ihren Sabaton und die erste Woche oder so hat sie erstmal nur Gaming gestreamt. In der Zeit ist komischerweise absolut nichts passiert, niemand hat sie gehatet, weil sie eine Frau ist und es wurde eigentlich auch nichts wirklich gegen sie gemacht. Aber danach kam sie dann auf die grandiose Idee, in Just Chatting zu wechseln und das erste, was dann richtig groß wurde, waren ihre Aussagen zu diesem Video von Alessia Cho, in dem es um Wokewashing zum Thema Disney geht. Ist das nicht ein bisschen peinlich, wenn die ach so linke progressive Alessia Cho auf YouTube reinfällt, auf rechte Propaganda? Und eine Anti-Disney-Kampagne, weil es um den Schutz von queeren Rechten geht. Ist halt eine Aussage, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich fand das Video von Alessia Cho gut, aber vor allem hat sich Alessia Cho noch nie als links und progressiv bezeichnet und warum sie auf rechte Propaganda reingefallen sein soll, wegen diesem Video, checke ich auch nicht so ganz. Daraufhin hat Alessia Cho dann, wie man das auch eigentlich machen sollte, eine Reaction gemacht, anstatt sich in den Stream zu setzen und zu sagen, der da ist doch eigentlich links, der ist jetzt auf rechte Propaganda reingefallen und so weiter, aber diese Reaction von Alessia hat nur zu weiteren Problemen geführt. Mein YouTube-Kollege Imp hat zu diesem Thema ein sehr ausführliches... Um das vielleicht einzuordnen, für die Leute, die nicht wissen, wer Imp ist. Imp hatte unter anderem ein Format mit einem Neonazi. Ah, das ist ja interessant. Wen meint sie? Hatte. Hab nicht mehr. Meint sie Dorian? Wahrscheinlich, oder? Was natürlich gar nicht geht, weil sie ja sagt, weil Imp 2015 oder 16 irgendwas mit Dorian gemacht hat, der halt auch kein Nazi ist, ist er jetzt irgendwie ganz schlimm und problematisch und so weiter und darüber hat sie sich dann auch aufgeregt. Daraufhin hat sie sich auf jeden Fall weiter auf Alessia eingeschossen und einen wunderbaren Twitter-Thread erstellt, in dem solche Memes hier entstanden sind. Boah, krass, Alessia Cho distanziert sich nicht von Clashes Clay, obwohl der sich an einem Hate-Rap, früher nannte man das noch Diss-Track, heute heißt das Hate-Rap, gegen Shuyoka beteiligt hat. Man könnte beispielsweise auch auf Instagram sehen, dass sie sich gegenseitig folgen und so weiter. Aber was ist denn das jetzt für eine Aussage? Weil Clashes Clay mit Kuchen und Twizzy zusammen einen Diss-Track gegen sie macht, beschwert sie sich darüber, dass Alessia sich nicht von Clashes distanziert, weil der sich an einem Hate-Rap aka Diss-Track beteiligt hat. Und daraufhin macht sie mit ihrer Selbstzerstörung auf Twitter auch noch weiter, allerdings mache ich das jetzt mathematisch in der richtigen Reihenfolge und nicht chronologisch. Mein absoluter Lieblingspunkt von ihr war das hier. Also Monte sagt hier, ja, lass mal reden und uns die Hände reichen. Was macht Shuyoka daraus? Ja, natürlich wollte er dir Schläge androhen. Ich meine, mit Hand geben meint er natürlich, dass man die Hände auf brutalste Weise aneinander schlägt. Oder wie genau kommst du von Hände geben auf Gewaltandrohung? Ich bitte dich, Shuyoka, geht es dir noch gut? Ich bleib normal in meinen Videos immer ruhig. Aber was soll das? Mach dich doch einfach mal nicht komplett lächerlich. Dann sagt sie noch, dass das der Grund dafür wäre, dass sie Monte auf Twitter blockiert hat. Nichts in der Kategorie zu suchen. Nichts. Auch rein gar nichts. Und dass sie dort drinne ist, zeigt einfach, wie linksversifft auch mittlerweile hier diese ganze Szene ist. Digga. Ist widerlich. Es fuckt einfach nur noch ab. Sollte sich diesen Preis, hätte sie den gewonnen, hätte sie sich auf die Stirn kleben sollen, damit durch die Stadt laufen sollen, hätte ich geklatscht, Digga. Was ich halt auch nicht so ganz checke, weil an sich, ja, sie hat den Preis nicht verdient. Auch in meinen Augen. Ihr Main-Fokus beim Stream ist nicht Gaming
Und sie wurde ja für politische und gesellschaftliche Arbeit ausgezeichnet. Aber alles, was ich von ihr sehe, ist eigentlich die Diffamierung von anderen Personen. Und ob man dafür jetzt so recht einen Preis gewinnen sollte, ich weiß ja nicht. Es ist natürlich leicht zu sagen, ja, ich bin die gute Seite, ich bin gegen Diskriminierung, ich bin progressiv und so weiter. Aber das, was sie macht, ist halt eigentlich nicht progressiv, sondern destruktiv. Und zwar anderen Personen gegenüber. Insofern, ich verstehe die Kritik von Monte. Und ich sehe auch nicht, warum man ihn jetzt deswegen auf Twitter blockieren sollte, weil das war ja auf Twitch und er hat, glaube ich, ja nicht mal was zu ihr auf Twitter geschrieben. Dann sagt sie nochmal was zu der gesamten Skurrus-Belästigungsthematik, allerdings ist alles, was sie da einblendet, irgendwie komplett belanglos und sagt zu den Punkten, die gegen sie vorgebracht werden, halt irgendwie gar nichts aus. Und dann postet sie etwas gegen Tobias Huch, was mich persönlich auch überrascht hat, denn ich muss sagen, die Kritik ist relativ valide. Dass sie heute zumindest mich als zum Gesprächsthema gemacht hat. Ihr habt es natürlich nicht mitgekriegt, weil das privat war. Shoyoka war heute essen in Berlin, in Berlin, in so einem veganen Restaurant, das heißt, sie ist Auto gefahren oder Bus gefahren, keine Ahnung, um dort essen zu gehen. Das ist einfach mal von wo sie eigentlich ist, entfernt. Und da muss ich sagen, es ist wirklich nicht cool, was er gemacht hat. Ich glaube, ich habe das Video damals, als er es gepostet hat, gar nicht gesehen. Sonst wäre mir das, glaube ich, damals schon aufgefallen. Aber ich muss sagen, ich mag Tobias Huch die meiste Zeit. Er folgt mir auch bei Instagram und hat meinen Kanal empfohlen. Deswegen, Tobias, wir sind immer noch so. Aber ich muss sagen, das finde ich relativ schwach. Also er hat jetzt nicht eine Privatadresse oder sowas geleakt. So schlimm ist es nicht. Es ist aber trotzdem einfach unschön, weil vielleicht möchte sie da öfters essen gehen und dann weiß man das und so weiter. Aber ich finde, ihre valide Kritik hat sie dann auch mal wieder damit kaputt gemacht, dass sie nochmal so sagen musste, @FDP Bremen, sollte der wirklich noch bei euch im Team sein? Wollt ihr den nicht mal rausschmeißen? Der hat das hier gegen mich gemacht. Kommt schon, Leute, ihr wollt den doch nicht bei euch im Team haben. Feuert den mal. Ganz kurz aus dem Off, bevor das falsch rüberkommt. Ich stimme nicht ihrer gesamten Kritik zu Tobias Huch zu. Da war so vieles gelogen und falsch dargestellt, wie wir das von ihr leider gewöhnt sind. Es ging mir nur um diesen kleinen Punkt hier, wo ich wirklich sagen muss, ich fand es nicht so ganz cool von ihm. Dann macht sie jetzt aber mal weiter mit KuchenTV. Sie zeigt einige Clips von ihm, wie er Jokes bringt, im offensichtlich angetrunkenen Zustand. Wir können darüber reden, ob die Jokes sein müssen oder nicht. Und taggt mehrmals Twitch-Support nach dem Motto, bannt den doch endlich mal, der hatet mich. Ja, finde ich erstmal sehr, sehr uncool, weil Shoyoka, du tust alles dafür, dass sowas passiert. Ich meine, wir haben es am Anfang gesehen, was du über Alicia behauptest. Mann, und über Imp und so weiter, das geht einfach nicht. Außerdem, ja, die Aussagen von Kuchen waren jetzt vielleicht nicht die besten, aber ich hätte an der Stelle doch einfach mal KuchenTV eine Privatnachricht geschickt und gesagt, hey, wir haben unsere Differenzen, aber die Jokes oder Sprüche, die du da gebracht hast, gehen für mich einfach gar nicht mehr. Und ich denke, er wäre wahrscheinlich auch einsichtig gewesen. Generell würde ich in ihrer Position mal anfangen, mit der Gegenseite zu sprechen. Denn was sie macht, ist entweder schweigen oder voll auf Angriff gehen. Und beides scheint nicht so richtig die richtige Option zu sein. Weil in der Zeit, wo sie geschwiegen hat, redeten Kürcho mit mir, Dara mit einem KuchenTV und am Ende sagt sie so, ja, dieser Young-Feldsalat und dieser Kürcho, mit dem mag ich eigentlich gar nichts zu tun haben, ich mag die nicht. Ja, netter Dank auf jeden Fall, dass die dich verteidigt haben. Ich glaube, wenn du so weitermachst, hast du bald niemanden mehr auf deiner Seite, außer Freiraum vielleicht noch. Außer wenn Tobias Huch mal wieder Morddrohungen gegen sie formuliert, die halt auch offensichtlich komplett ernst gemeint sind. Ich meine, bezieht sich ja überhaupt nicht darauf, dass sie Reh in ihrem Namen hat und er so sagt, ja, Jagdschein und so weiter. Ist halt offensichtlich kein Joke. Also mal ernsthaft. Als ob Shoyoka selber glaubt, dass das eine Morddrohung gewesen sein sollte. Aber zurück zum Thema. KuchenTV wurde dann tatsächlich von Twitch gesperrt. Die Begründung ist nichtsaussagend wie immer bei Twitch-Sperren und Kuchen hat darauf begonnen, auf YouTube zu streamen, auf seinem Uncut-Kanal. Daraufhin sagt Shoyoka, ja, YouTube, seine Hate-Streams dürfen nicht weitergehen, bannt den doch bitte auch mal. Ja, ich wünsche dir viel Glück, bei Twitch mag das vielleicht noch funktionieren, wenn man Connections hat, aber ich glaube mal nicht, dass Kuchen so einfach von YouTube gebannt wird, aber du darfst ja hoffen. Was ich auf jeden Fall eine absolute Sauerei finde, ist, dass Twitch da mitgemacht hat, weil, ja, vielleicht war das ein oder andere nicht cool, aber dafür gehört keiner gebannt. Auf Twitch ist alles live und Leute müssen versuchen, lustige Sprüche zu bringen, weil sonst schaut dein Stream keiner an. Wenn du da irgendwie eine Doktorarbeit schreibst und über jeden Satz dreimal nachdenkst, ergibt die Plattform einfach keinen Sinn mehr. Also es geht um den Moment und um
spontane, lustige und humorvolle Aussagen. Dass da nicht alles 100% korrekt ist, ist komplett normal. Kuro möchte jetzt gerichtlich gegen die Sperre auf Twitch vorgehen, weil Twitch bannt wirklich richtig oft zu Unrecht Leute und das kann eigentlich auch nicht so weitergehen. Ich bin sehr froh, dass da jetzt mal jemand gegen vorgeht. Was ich mir so ein bisschen überlege, ob ich auf Twitch wirklich noch auf KuchenTV jetzt reagieren möchte, so ein bisschen hätte ich schon Lust, da einfach nicht mitzumachen, diese nicht rechtskräftige Sperre einfach zu ignorieren. Vielleicht mache ich es einfach und werde dann für 2 Tage gebannt oder so. Aber wir werden sehen, folgt auf jeden Fall bei Twitch rein. Was kann ich abschließend dazu sagen? Shuyoka, hör doch einfach auf, andere Leute doof von der Seite anzumachen und dich dann zu beschweren, wenn sie antworten. Mach dein Gaming-Zeug, mach was du willst. Aber hör einfach auf, so unfassbar toxisch und gemein mit deinen Kollegen umzugehen. Ja, ihr könnt unterschiedliche Meinungen haben, aber was du machst, hat nichts mit unterschiedlichen Meinungen oder dem Austausch von Meinungen zu tun. Also, was ist eure Meinung zu dem Thema? Lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten. Um das vielleicht einzuordnen.